2:2 gegen die Nummer 7 der Welt. Jetzt allerdings gilt es, diese Bestätigung zu holen für die Leistung gegen England mit einem Sieg gegen Aserbaidschan. Alle wollen diesen Sieg, die Fans, die Zuschauer und natürlich vor allem auch das Team. Es wird ein Spiel, das ganz, ganz anders angelegt werden muss, denn der Gegner ist natürlich nicht England, sondern unter Anführungszeichen der Zwerg. Aserbaidschan, eine Mannschaft, über die man nicht allzu viel weiß, hier im Ernst-Happel-Stadion. 5 Spiele in Serie hat sie gewonnen unter dem neuen Trainer Carlos Alberto aus Brasilien, allerdings alle daheim. Jetzt auswärts wird es ganz, ganz interessant. Hans Kankl hat über die Mannschaft gesagt, da sind Triplanskis dabei, da sind Schnelle dabei, aber wir werden sehen, wie wir sie knacken können. Das ist das Rezept, zusammengemixt von Hans Kranke. Eine 4-4-2-Version. Was gibt es für Veränderungen gegenüber dem England-Spiel? Markus Schopp ist nach der Sperre wieder dabei, spielt statt Sick und Kollmann im Sturm gleich vor Beginn an statt Gieder neben Mario Haas. Das ist der jüngste Spieler bei den Österreichern, Andreas Ivancic, zugleich Kapitän. Er führt das rot-weiß-rote Team in diesem Augenblick auf das Feld hier im Ernst-Happel-Stadion. Er hat den Ausgleich erzielt, das 2:2, und da ist natürlich viel passiert mit dieser Mannschaft, mit diesem österreichischen Team, und wir dürfen gespannt sein, was dieser Erfolg gegen England bewirkt hat. Ist es nur Sicherheit und Selbstvertrauen, Eigenschaften, die man gewonnen hat gegen England, oder vielleicht auch ein bisschen Überheblichkeit? Wir hoffen nicht. Aber all das wird beantwortet in den nächsten 90 Minuten. Ganz voll ist das Happel-Stadion heute nicht. Das war abzusehen. Der Gegner bei Weitem nicht so attraktiv wie England, aber ein unheimlich wichtiges Spiel für Österreich. Dieses zweite Spiel in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan. 10 Punkte sollen bis zur Winterpause her. Einen hat man bisher geholt beim Auftakt gegen England. Heute sollen 3 dazu. Und jetzt heißt es wieder Hand aufs Herz für Hans Kankl. In Kürze zunächst die Hymne von Aserbaidschan. Zur Hymne unserer Gäste aus Aserbaidschan. 11 entschlossene Herren haben wir da auf dem Feld gesehen. Alle höchst konzentriert vor der Aufgabe. Zweites Spiel in der WM-Qualifikation. Das Spiel gegen Aserbaidschan. So, jetzt gibt es natürlich noch das Shake Hands. Da sehen Sie im Hintergrund ein paar leere Ränge natürlich unterhalb der Anzeigetafel, aber sehr gut besucht für einen Mittwochabendtermin, dieses Länderspiel. Wieder Markus Schopp und jetzt Mario Haas mit der Riesenchance. Haas in der Mitte mitgekommen, Stranzler ganz alleine und an die Stange, Nachschuss, und jetzt ist der Ball im Tor, 23. Minute, da ist es, das schnelle Tor, 1:0 für Österreich. Und es hat 2 Ansätze gebraucht, bis der Ball im Tor ist. Erste Mal an die Stange und beim zweiten Mal, gerade einmal hat er Zeit, wieder aufzustehen nach dem Kopfball. Martin Stanzl mit dem 1:0. Die 23. Spielminute. Ja, und da sind gerade einmal 2 Verteidiger von Aserbaidschan hinten vor dem eigenen Tor. Und soll es recht sein. Torschütze, die Nummer 3. Martin! Und jetzt hat er vermutlich einiges gut gemacht. Und diesen Missgeschick gegen England. Sehr aktiv, Didi Kübauer. Ivancic, schön gemacht, jetzt vielleicht. Super gemacht von Andi Ivancic, uneigennützig zur Mitte, aber auch da, er hat ein bisschen Rücklage gehabt. Nicht einfach, aber die nächste Riesenchance für Roland Kollmann. Einer war vorne, wenn auch nicht direkt in den Spielzug integriert. So, nächste Möglichkeit. Bogatetz, und es steht 2:0. 44. Minute, und jetzt hat er auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel sein Tor erzielt. Roland Kollmann mit seinem 4. Länderspieltor für Österreich. 2:0, und jetzt kann man einmal ein bisschen relaxed in die Kabine gehen. Assistiert von Emanuel Bogatetz trifft Roland Kollmann.
zum 2:0. Da hat er Platz und ja, das ist eine Einladung. Völlig unbedrängt, Roland Kollmann. Da hat der Torhüter keine Chance mehr. Nächste Chance, kein Abseits. Mario Haas gegen Kraramenko und es steht nicht 3:0. Also jetzt bin ich gespannt auf die Kameraperspektiven. Eine Minute wird nachgespielt, mittlerweile angezeigt, da sind alle bereit gewesen zum Torjubel. Ein Superpass auf Mario Haas von Roland Kollmann. Kein Abseits natürlich, da haben wir es noch einmal, das war schon im Spiel zu sehen. Ein Idealpass auf Mario Haas, aber ja, von da heraus ist es einfach. Da muss doch der Haken vielleicht noch kommen, oder? Schopp wieder über die rechte Seite, da zieht ein bisschen in die Mitte. Auch das war taktisches Konzept. Kollmann, Riesenschuss! Wieder nichts! Und an die Stange. Da war Manninger mit dem noch ist nicht vorbei. Mit den Fingerspitzen noch dran. Die größte Chance für Aserbaidschan jetzt in der 58. Minute. Jetzt der Freistoß für Österreich. Das wohl der letzte Angriff. Es wird der so erhoffte Sieg für Österreich werden. Es wird auch die Bestätigung werden für das Geleistete gegen England. Wir haben eine österreichische Mannschaft gesehen, die vor allem in der ersten Hälfte überzeugen konnte, wenngleich auch die Chancenauswertung nicht optimal war. Da kann man ansetzen, aber die Mannschaft hat einen Zusammenhalt gezeigt, hat Einsatzbereitschaft gezeigt. Und wenn Hans Krankl die Aufgabe Aserbaidschan als schwieriger bezeichnet hat, so hat man auch diese Hürde gemeistert, hat in der Tabelle auf 4 Punkte gestellt und damit auch den Auftakt in der WM-Qualifikation durchaus geschafft. Es wird Stimmen geben, die sagen, das 2:0 ist mager ausgefallen, wenngleich es 17 Torschancen für Österreich gegeben hat. Ganz große waren dabei. Österreich besiegt Aserbaidschan im zweiten Spiel dieser WM-Qualifikation mit 2:0 durch die Tore von Martin Stranzl in der 23. Minute und Roland Kollmann in der 44. Minute und Hans Krankl wird wohl ein weiterer großer Brocken vom Herz fallen. Er hat seinen Fehler gegen England durchaus wieder ausgebessert, hat neben dem Tor zum 1:0 eine ansprechende Leistung geboten in der Verteidigung. Ja, es war vor allem in der ersten Hälfte ein ansprechendes Spiel für die 26.400 Zuschauer. In Kürze gibt es natürlich auch noch eine Analyse zu diesem Spiel von Herbert Boasker und Rainer Pariasek.